Hallo meine Lieben und willkommen bei Ediths kreativen Chaos. So, eigentlich habe ich geplant, dass das nächste Video, das Video ist, bei dem ich das Cover für dieses Journal hier mache. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich euch jetzt nicht mitnehmen, wenn ich meine Signaturen gestalte? Vielleicht ist das auch ganz interessant für euch. Hier habe ich zum Beispiel schon mal das Problem unter Anführungszeichen. Ich hätte diese Seite gerne als Ganzes in meinem Journal drinnen, aber leider ist sie mir halt einfach zu groß. So, wie mache ich das jetzt? Das erste, was ich mal getan habe, ich habe es mal gefaltet und habe es versucht irgendwie hineinzubringen, aber das ist mir dann zu fad gewesen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich falte das Ganze hier mal so und dann falte ich das Ganze hier mal so. So, ihr seht, die Seite ist schon relativ zerknuddelt, weil man gedacht hat, das ist sicher ein Zaubertrankrezept, das man sehr, sehr oft braucht, und dann möchte ich das Ganze so aufkleben. Das ist mir jetzt natürlich, die Hinterseite ist mir natürlich zu fad. Das heißt, ich drehe mir das Ganze mal um und dann werde ich hier ein bisschen herum schablonieren. So, wo sind jetzt meine Schablonen? Immer Spinnweben, die sind lustig. Und dann nehme ich da das Pumicestone. Und dann mache ich mir halt hier so meine Spinnweben ins Eck oder so ein bisschen verlaufend. Das muss ja, wie gesagt, nicht viel sein, weil es soll ja dann schon noch so sein, dass man diese Seite im Falle eines Falles auch noch beschreiben kann. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier mal mein leicht schabloniertes Teilchen. So, und das kann ich mir jetzt überlegen. Nicht vielleicht auch auf der Seite aufklebe. Rein der Theorie nach könnte man da drauf schreiben. Man kann natürlich auch da drauf schreiben, dann kann man das ausblättern. Und eigentlich könnte man das noch als Pocket aufkleben. Dann kann man da nämlich noch was hineinstecken. Ja, das machen wir jetzt so. Das ist jetzt auch der Grund gewesen, warum ich jetzt diesen ganzen Hintergrund hier schabloniert habe, obwohl ich vielleicht nur diese zwei Ecken gebraucht hätte.
Aber das ist dann, wenn ich Signaturen gestalte, immer so eine Sache. Weil, was fällt mir denn da gerade ein, wenn ich da gerade so unterwegs bin mit meinen Dingen? Fällt mir dann vielleicht ein, dass ich das doch gerne auf der anderen Seite oder irgendwie anders aufgeklebt oder was auch immer gerne haben möchte. Wundervoll. Das heißt, da kann dann noch was. Oh, Schatz, da habe ich so ein Harry Potter Dingbums. Das kann gleich da reinwandern. Das ist sauber. Krankjournal. Das bleibt gleich so, wie es ist. Es ist ein Original-Ephemera quasi. Ja, so. Was haben wir hier noch? Auf solchen Seiten, wo ich halt dann keine Möglichkeit habe zum Schreiben, kann man dann eben irgendwie solche Dinge hier anbringen, wo man dann sagt, gut, das würde sich gut eignen hier als Platz, wo ich halt eben ein Ephemera anbringen kann. Jetzt habe ich auch noch eine andere Idee, weil ich das hier gerade sehe. Wir werden das jetzt hier so machen. Nachdem ich hier diesen Schlossturm habe, werde ich das als Bällebad anbringen und ich möchte aber dann da auch noch die Fenster aufschneiden, dass die Fenster zum Aufklappen gehen. Das heißt, ich werde mir jetzt meine Fenster ausschneiden, dass die zum Aufklappen gehen mit dem Kugelschreiber-Cutter hier. Und dann werde ich das als Bällebad aufkleben. Und das finde ich ist halt immer auch eine sehr, sehr gute Idee. Zu schauen, was habe ich bei meinem Designpapier, was habe ich für Elemente und wie kann ich die verwenden. Weil ich denke, dass das sehr lustig ist, wenn man da ein bisschen aufmachen kann, zum Schauen, was denn da drunter ist. Ich denke, das gibt es bei ziemlich jedem Papier, dass man irgendwie interaktive Designelemente gestalten kann, egal ob das jetzt eben Fenster sind oder ob ich Türen habe. Ich könnte zum Beispiel auch einen Schmetterling nehmen, den ich irgendwie aufklappe oder wo ich die Flügel so ausschneide, dass man es aufklappen kann. Also ich glaube, da findet sich bei fast jedem Designpapier irgendwo was, das man verwenden kann. So, jetzt habe ich da meine Türchen, die ich natürlich inke, weil ich nicht diese weiße Schnittkante mag. Und von der hinteren Seite kriegen die auch ein bisschen Farbe ab, weil ich das dann nicht weiß haben mag, wenn das offen ist. Dem Ganzen verpasse ich jetzt hier mal ein doppelseitiges Klebeband mit diesen
Rollen hier, die es dann so ab und zu beim Action gibt. Was ich aber noch mache, ist, dass ich einfach hier frei nach dem Motto doppelt hält besser noch einen Kleber hinaufgebe. Weil ich bin schon drauf gekommen, dass dieses Klebeband bei Hitze ein bisschen nachlässt. Nachdem dieses Journal mich vielleicht auf den einen oder anderen Markt begleitet, und einigen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, vielleicht, sofern es dann nicht im Etsy-Shop gleich vergriffen ist. So, und jetzt habe ich hier mein Bellyband. Und ich glaube, es ist sehr lustig, wenn man dann, ist ja wurscht, was man da jetzt nimmt, irgendwas dahinter hat und man dann auch sieht, dass was dahinter ist. Also, ja, wieder eine lustige Spielerei. So, was haben wir jetzt hier noch in den Signaturen? Was habe ich da noch? Ja, da muss jetzt irgendwas Zaubertrankmäßiges drüber. Und zwar über die beiden Mädels hier. Und ich glaube, ich werde den hier nehmen. Der ist mir, glaube ich, groß genug. Schauen wir mal. Ja, und so kann ich eigentlich dann wirklich ziemlich jedes Papier hier nehmen. Und das, auch wenn da jetzt, was weiß ich, Noten oder Fotos oder irgendwas drauf ist, zu meinem eigenen machen und wirklich dann das dem Thema, das ich halt dann gerade habe, entsprechend hier anpassen. Wenn das eher so ein neutrales Papier ist wie das hier von der Gudrun, relativ wurscht, ob das jetzt dafür gedacht ist, ein Zaubertrankpapier zu sein, also für Zaubertränke, oder ob das dann in einem Vintage-Journal drinnen ist. Das ist dann relativ egal. Weil jetzt ist das halt irgendeine Zutat für Zaubertränke, die man da in den Bergen findet. Da habe ich jetzt noch so ein bisschen Noten. Das möchte ich jetzt schon etwas überdecken. Das mag ich da jetzt gerade nicht haben. Ich meine, es ist nicht sehr hervorstechend, aber es passt mir da gerade nicht. Also nehme ich jetzt einfach meine Schablone her. Und da brauche ich jetzt noch ein bisschen was Dunkleres. Was haben wir da? Was haben wir da? Und jetzt schaut das Ganze. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich an diesem neutralen Collagepapier total lieb, weil
bisschen Schablone drauf oder keine Ahnung drauf rumspritzen oder sonst irgendwas. Und das Ganze schaut dann schon so wirklich leibend aus und fertig aus, dass man gar nicht mehr viel machen braucht. Also, da die Gudrun was Gutes gemacht. So, und dann habe ich hier noch so was Lustiges. Das habe ich letztens, da habe ich meinem kleinen Mäuschen Socken gekauft. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch lustig, dieses Teil irgendwie in ein Journal einzufügen. So, und das möchte ich jetzt machen. Ist zwar sehr, sehr balkig, aber ich finde das witzig. So, erste Amtshandlung ist diese schiere Oberfläche hier zu überkleben. So, was haben wir denn da? Ja, das heißt, ich nehme mir einen von diesen großen Tags hier und klebe das mal. Das wäre halt gleich smart, wenn man das so bekleben könnte. Ich will das jetzt nicht trainieren, weil sonst habe ich den Nagel nicht. Egal, wir machen das jetzt einfach mal so, dass ich mir das hier anlege und abmesse. So, müsste ich dann eigentlich. Ja, fürs zweite Grad gar nicht ausgehen. Man dachte, das geht sich aus. Ist mir jetzt aber wurscht. Ich mache das jetzt schon so. Dann kommt halt da unten einfach noch ein anderer Streifen dran. Jetzt habe ich hier mal mein lustiges Büchlein, dem ich dann vielleicht schon noch einen Zaubertrank hier verpasse. Irgendwas Kleines, das passt da, glaube ich, ganz gut. Und während ich das hier ausschneide, könntet ihr dann ja schon mal schauen, ob ihr vielleicht in eurem Vorrat irgendwelches Papier, irgendwelche Schnipselchen habt, die man hier als Blockseiten verwenden könnte. So, ich schaue jetzt mal bei meinen neutralen Schnipseln, ob ich da irgendwas habe. Und diese reiße ich mir dann auf die ungefähre Breite hier zurecht. Kann natürlich ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sein, ist eh klar. Aha, was haben wir da? Wie mache ich das?
So. Eins, zwei. Sollen wir das durchnähen? Oder sollen wir da jetzt vor sein und das einfach rein tackern? So, und ich mache das jetzt schlicht und ergreifend. Na komm her. Das mag mich nicht. So, aber jetzt. Okay, so. Uop. Hier die Maus. Und auf der anderen Seite wieder hinein. Sorry, ihr seht jetzt nichts. Aber ich bin da kurz davor, mal in die Finger zu stechen. So, okay. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie befestigen wir das Ganze in unserem Schau hier. Vor allem wo? Ich würde das jetzt schon so machen, dass das auf eher einer festeren Seite ist und das Ganze sich auch in der Mitte der Signatur befindet, weil das doch ziemlich balkig ist, die ganze Angelegenheit. Und da machen wir jetzt einfach, denke ich, eine Öse hinein, wo wir das Ganze dann befestigen können. Und zwar nehmen wir da jetzt mal eine Megaöse. Schauen wir mal, ob das Loch da passt. Ich meine, das Ganze ist jetzt mit dieser Megaöse, wie wenn ich mit Kanonen auf Spatzen schießt. Und ich brauche doch da noch ein bisschen Nachhilfe, damit das flach ist. Aber ich denke, ob das jetzt so will, wie ich mir das vorstelle, natürlich nicht. So. Eine andere Option. Das heißt, wir fädeln da jetzt mal ein Bändchen durch. Wenn ich dann wieder bringe. Schneiden das mal ab ein bisschen.
sind jetzt da einfach mal ganz lustig und tackern das hier zusammen. So, und dann können wir das hier da hineinhängen. Und schon haben wir hier ein lustiges Ephemera. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euch wieder einige Ideen mitnehmen können, egal ob man jetzt aus so einem Sockentag ein kleines Booklet macht oder ob man aus einem Designpapier irgendwie so ein bisschen interaktive Sachen macht, wie man zu große Seiten dann doch in sein Journal hineinbringt, dass man sie dann auch als Pocket zum Beispiel aufkleben kann. Ja, das waren meine Ideen für heute. Ich denke, wir lassen es gut sein. Das waren jetzt drei Sachen, die, glaube ich, ganz gut verwertbar sind und dann auch mit jedem Designpapier, mit jedem digitalen Papier oder auch mit Papieren, die ihr so zusammengesammelt habt, irgendwie umsetzbar sind. Wie gesagt, wenn euch diese Collage-Papiere oder diese Magical Flowers oder Magical Plants gefallen, schaut gerne in der Gudrun ihren Shop. Der ist in der Infobox unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Fühlt euch inspiriert. Ciao, ciao. Bis bald bei Ediths kreativem Chaos.